Letzte Season war das Team Ding das absolute Nonplusultra, ohne eine einzige Niederlage durchgerannt durch die Season. Dann auch den Challenger Rumble in New York gewonnen und dort wurden sie dann auch gefeiert als der Champion der westlichen Welt. Aber im Duell gegen die russische Szene gab es dann im Rumble in Moskau auch für Ding nichts zu holen. Diese Season war alles ganz anders. Es war eine absolut spannende Saison, die sich über die Monate hingezogen hat. Und wir werfen mal einfach einen Blick auf die Endtabelle, denn dort sehen wir am besten, wie es dort zuging. Ding konnte sich zwar durchsetzen, aber 39 Punkte machten nur einen einzigen Zähler Vorsprung vor der Kassner Crew, die die Season an Rang 2 abschließen konnte. Auf dem dritten Platz haben wir das Team von Go Hard, die lange, lange Zeit auf der ersten Position saßen und dann gegen Ende der Season ging ihnen da die Luft aus. An Rang 4 Utopia, auf Rang 5 Ups, die taffen Giraffen. 6 war dann auch gleichzeitig der letzte Pre-Playoff-Platz für Izuba und auf Rang 7 die Gunrunners. Dominiert wurde der Anfang der Saison durch einen großen Skandal, nämlich es waren ursprünglich mal 8 Teams vorgesehen für die Liga und die Liga ist auch mit 8 Teams gestartet, aber Team Swift wurde disqualifiziert. Da habe ich einen sehr interessanten Facebook-Post gefunden und da wurde nochmal genau erklärt, was passiert war, denn das Team Swift hatte gegen die Reglementierungen verstoßen. Sie haben ihre Accounts weitergegeben an Spieler aus der russischen Szene, was selbstverständlich komplett verboten ist. Hier sieht man es auch nach Regel 6.3.2. Ringer/Faker, playing or attempting to play under the name or using the tournament account of another player. Und dadurch wurde dann Team Swift gebannt, vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Alle Ergebnisse gegen das Team wurden gelöscht und das Team wurde auch komplett aus der Tabelle entfernt. Also man kann auch nachträglich nicht mehr gucken, gegen wen sie gewonnen haben, gegen wen sie verloren haben. Das Team Swift war einfach komplett raus aus der Liga. Das war ein riesengroßer Skandal, hat natürlich auch für einiges an Verschiebungen gesorgt, was die Pre-Playoffs angeht, die Playoffs angeht und die Abstiegsplätze. Da wurde nochmal komplett neu durchgerechnet. Aber die ersten beiden Teams, Ding und die Kassner Crew, das waren die beiden Teams, die sich direkt für die Offline-Finals qualifizieren konnten. Die anderen 4 Teams, nämlich Go Hard, Izuba, Utopia und Ups, die mussten antreten in den Pre-Playoffs, die dann noch online gespielt wurden. Und da konnte Go Hard 7:1 gegen Izuba sich grandios durchsetzen. Ups, die taffen Giraffen 7:3 gegen Utopia. Und im Finale standen sich dann Go Hard und Ups gegenüber. Das war aber nur noch eine Frage, wer muss gegen Ding und wer muss gegen die Kassner Crew in den Offline-Finals antreten. Die wurden ausgetragen am 2. April diesen Jahres, also ist noch gar nicht so lange her. Und es war nicht so ganz eindeutig, wer ist denn jetzt nun der Favorit? Weil in der Season wurde gezeigt, jeder kann gegen jeden gewinnen. Jedes Team wurde von einem dieser Teams geschlagen. Und es gab nur so eine ganz klitzekleine Favoritenrolle. Und die war ganz, ja, wie soll man es anders sagen? Ganz klar war es nicht, aber es war bei Dingen. Und sie konnten sich auch im ersten Duell gegen Go Hard 7:4 durchsetzen. Das zweite Halbfinale, Ups, gegen die Kassner Crew, war dann deutlich, deutlicher. Denn hier ging das Duell mit 7:2 an die Kassner Crew. Und am Ende kam es wieder zum Aufeinandertreffen Ding gegen die Kassner Crew. Und genau wie letzte Season wurde es hier im Finale extrem spannend. Es ging bis in den Tiebreaker beim Stand von 6:6. Konnte sich dann am Ende welches Team durchsetzen? Das verraten wir euch nicht in Worten, sondern wir gucken uns als absolutes Highlight nochmal die letzten Bilder aus der Partie Ding gegen die Kassner Crew auf den Offline-Finals an. Das Highlight für euch. Current WWU Champions Ding are back again, but no longer undefeated. Yet they still managed to take the first place during the regular season. With this season being closer than ever, and with all the pressure on Ding to perform, it remains to be seen if they can claim their second WWU title. We may have a couple of interesting things to throw our opponent Kassner, like we did, if you remember, on the steps. That was pretty
I'm unpredictable from Ding because everybody keeps saying that Ding is very predictable and that we always stick to the same tactics, but I'm not gonna confirm or deny we have something interesting in case that happens. The greatest advantages that Kasna have above the rest of the teams is mostly experience. They have been to so many finals, so many offline events, and they really know how to handle the pressure, how to handle the public, how to handle, I don't know, thousands and thousands of people watching them. So they really know how to keep it cool and just press on. So that's one of the biggest advantages. Positive still out of the fight. How do you think this is going to go, Mojo? This is actually going really well for Kasna here because they faded the tanks, they lured them to think to they're going another angle and they're pressing in. They're bleeding the HP of Ding. Here comes the counterplay from Kasna crew. They're pushing straight through the center. Stefan Nexus, they're trying to make the play. Hooknik and Ilion are the first line of defense. The cap is still on. Three tanks on that one. 23 seconds. Keep an eye on to that one. Breakneck peeking from the side. Getting the resets. Positive is the crucial factor, though. He's coming from the side. NSD 57 heavy. Who can he find? Nexus is the first. Still 23 seconds left. Kasna crew bleeding a lot of HP here. It's not going that well so far. Ilion still getting the resets. Ding edging ahead, Mojo. They're edging ahead, they're keeping it about 1500 HP ahead, and they have the cooldown position. Ooh, Nexus goes Nexus down dies. Towards Ilion, that is crucial. Now Breakneck coming from the side. Ding, they smell blood in the water, 3000 HP up. Hayabar getting pushed up from the side. Actually, a little bit of a fire there. He's down towards the one shot, he's out. Diplomat, the next one. Kasna crew trying to go for the play. There's 7 tanks from Ding, it's not working out. Meritorious picks up Diplomat, 4 tanks left standing. And Ding, they seem to have done it once more after Season 1. Looking to claim Season 2 as well, Mojo. The domino effect is in there. When one player falls in this kind of the games, everyone relies on him and they just fall down. Nexus took so much HP when he closed in. And there we go, the final moments for Kasna. Vetsto, the last man standing for his team, but 6 tanks from Ding, who are claiming their second WLU title in a row with a round from Breakneck. And Ding are your Season 2 champions. Der neue und alte Champion heißt damit Team Ding. 7-6 gewinnen sie gegen die Kasna Crew. Und das war das große Highlight aus dem Quartal 1 in World of Tanks, der Abschluss der EU-Season. Wenn ihr euch die Ergebnisse nochmal der anderen Region angucken wollt, dann müsst ihr da auf der Homepage vorbeigucken, weil dazu haben wir hier einfach keine Zeit mehr. Weil Knochen hat natürlich auch ein paar richtig geile Highlights am Start. Ja.